war mir klar, verurteilt zu fast einem Jahr, und zwar 9 Monate Zwangsarbeit. Statt Soldaten, Feinde, trotzdem pflichtbereit. Ich war baldlein gestresst im Altersheim, konnte in der Küche sein, ey, das sah ich nicht ein. Und so machte ich das Leben wieder lässig. Kein Bock auf Arbeit, brauchst du eine Krankheit, entführt mich dazu mal hoch und ist zu stressig. Arbeite langsam und geh es ruhig an, schlaf irgendwo im Büro, geh aufs Klo oder so. Irgendwann gehst du nach Hause und hast den Dreh aus. Seht es ein, Arbeit kann so lässig sein. Seht es ein, Arbeit muss nicht lässig sein. Mein Chef hat einfach nie was bemerkt, so wie die Zeitung hinter dem Herd. Er hat sich zwar beschwert, wenn ich nur rumhänge und lese. Er hatte die These, das ist verkehrt. Er hat erschwert, hat's mir nicht leicht gemacht. Er hat mich überwacht, ich hab ihn ausgelacht. Es gibt so viele Verstecke, wo Mensch hin kann. Immer genau dann, wenn Arbeit stresst, Mann. Und zur Not stellst du dich einfach nicht geschickt an. Denn wenn man sehen kann, dann musst du nicht dran. Schlaf irgendwo im Büro, geh aufs Klo oder so. Irgendwann gehst du nach Hause und hast den Dreh raus. Seht es ein, Arbeit kann so lässig sein. Seht es ein, Arbeit muss nicht lässig sein. Seht es ein, Arbeit kann so lässig sein. Seht es ein, Arbeit muss nicht lässig sein. Und weil der Mensch ein Mensch ist, und will er schöner leben, bitte sehr. Er kann nicht nur mal oben gehen, das macht sein Leben schwer. Drum nimm dir frei und setz dich bei, wo dein Platz auf dem Sofa ist. Reih dich ein in die Faulenzer Einheitsfront, weil du auch ein Faulenzer bist. Vielen Dank.